Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder und muss euch erstmal erzählen, was mir passiert ist. Ich hatte eine ganz, ganz schöne Lesung für euch aufgenommen, so richtig rundrum mit Wohlfühl, Atmosphäre, mit ganz viel klugen Dingen, die ich erzählt habe. Und dann wollte Bernd es bearbeiten und nach 30 Sekunden war der Ton weg, da war mein Mikro leer. Ist das nicht unfassbar gemein? Tja, jetzt muss ich es nochmal neu aufnehmen. Ich versuche natürlich wieder Wohlfühlatmosphäre. Ob das mit den klugen Sprüchen nochmal so klappt, weiß ich nicht. Aber ihr könnt es euch ja vorstellen. Nein, Quatsch. So klug und schlau war es nicht. Es war einfach ich. Es war eine kleine, schöne Lesung. Und ja, jetzt fange ich halt wieder von vorne an. Aber genug gejammert. Wir hatten letztes Mal ja die Geschenke, die ich euch gezeigt habe, die ich auf der Lesereise bekommen habe. Und da habe ich eins tatsächlich vergessen. Das lag noch in der anderen Tasche. Und zwar dieser Adventskalender. 24 Rezepte für die Adventszeit. Tea Time mit Jane. Winterliche Tea Time mit Jane Austen. Ist das nicht genial? Da freue ich mich sehr drüber. Das wird ein schöner Advent. Und da ich schon bei Geschenken bin, muss ich noch erzählen, dass mir die liebe Sabine von Sue Simple, so heißt ihre Firma, und sie hat auch schon beim Frech Verlag tolle Bücher, Nähen für Anfänger, möchte ich fast sagen, und auch Fortgeschrittene, also sie nimmt jeden mit, sie gibt auch Nähkurse. Da hat sie Bücher geschrieben, war auch richtig gut auf der Bestsellerliste vertreten. Es ist eine ganz, ganz liebe Person. Ich habe sie auf der H&H kennengelernt und wir saßen uns beim Messeabend gegenüber und das war, der Funke sprang irgendwie sofort über. Wir wussten, wir haben den vielleicht gleichen schrägen Humor, wir mögen uns, wir können gemeinsam über uns lachen. Das finde ich total wertvoll. Und das habe ich natürlich damals noch nicht abgecheckt, aber das hat sich jetzt so im Laufe der Zeit ergeben. Wir haben die gleiche Kleidergröße. Sie ist zwar ungefähr einen Meter größer als ich, aber wir haben die gleiche Größe. Das heißt, sie hat mir dieses wunderschöne Oberteil, das ich hier anhabe, das hat Sabine genäht, hat das Schnittmuster gemacht, Bilder gemacht und hat es mir dann geschickt mit noch ein paar anderen schönen Dingen. Ist das nicht toll? Es ist so schön, dass es so fantastisch tolle Menschen auf der Welt gibt. Ich freue mich da immer sehr drüber. Unter anderem hat sie mir auch diese Tasche geschenkt. Die ist auch als Schnittmuster erhältlich bei Sue Simple. Ich verlinke euch das unten. Ihr habt einen tollen Instagram-Account. Und diese Tasche, die hat mir echt schon so viel Komplimente gebracht. Ich liebe die total, die ist riesig, da passt einiges rein. Gut, man muss auch suchen, aber suchen tut man auch in kleinen Taschen. Geht euch das auch so? Es ist völlig wurscht, ob groß oder klein. Also, liebe Sabine, ich freue mich, dass es dich gibt, dass wir uns kennen und dass wir zusammen lachen und verrückte Ideen schmieden können. Aber darüber erzähle ich jetzt noch nichts. Es ist auch nicht unmittelbar, hat nicht unmittelbar mit mir zu tun, nur der Anfang. Aber Sabine macht tolle Sachen. So, jetzt muss ich euch erzählen, der Schneezauber geht in die zweite Auflage. Und ich freue mich. 2 Monate seit Erscheinen, im August, Ende August ist er ja erschienen, geht in die zweite Auflage. Und das hier, ich habe es endlich bekommen. Gestern kam mein Paket, mein Strickjournal. Im wahrsten Sinne des Wortes, mein Strickjournal. Und das geht, das ist am Dienstag offiziell erschienen und ist jetzt auch schon in die zweite Auflage gegangen. Teilweise gibt es schon ein bisschen Probleme mit dem Nachbestellen, aber Thalia hat noch auf Lager.
bei Amazon habe ich gesehen, also etliche Buchhändler. Wohlhaus konnte, glaube ich, jetzt auch noch mal. Die waren ganz kurz, hatten die einen Engpass, aber da habe ich noch mal ein bisschen Strippen gezogen. Ich glaube, die kriegen nächste Woche noch mal Nachschub. Also das möchte ich euch doch jetzt zeigen. Mein Strickjournal, es ist Hardcover, es ist riesig. Schaut mal im Vergleich der Schneezauber, das Taschenbuch und dieses große Strickjournal. Ganz hochwertig gemacht, richtig schön, innen drin rot, passend zum Außen. Dann geht es los mit dieses Buch gehört. Es ist so ein bisschen Poesiealbum-mäßig, aber ich finde es einfach schön, wenn man das weiß. Und jetzt stellt euch vor, ihr geht zum Stricktreff und es haben vielleicht mehrere das Buch dabei. Dann ist doch gut, wenn vorne drin steht, wem es gehört. Das ist die erste Seite. Ich blätter jetzt nicht alles mit euch durch, aber ich zeige euch mal das Wichtigste oder das, was euch den Eindruck, hier werdet ihr von Myrit begrüßt. Das ist ja immer, ich liebe das ja, wenn Myrit selbst zu Wort kommt. Also hier begrüßt sie euch. Kann ich ja meine Brille nehmen. Kann ich euch das ja auch vorlesen. Hallo und wie schön, dass du da bist. Mit diesem Strickjournal kannst du all deine sprudelnden Strickideen, verführerische Wolle, Farbvielfalt in wunderschönen Kombinationen und wichtige Informationen zu Größen und Vorlieben strukturieren. Du findest Listen, Tracker und Tipps, auch ein paar Anekdoten aus meiner Welt und die ein oder andere Anleitungen dürfen natürlich nicht fehlen. Jetzt bist du dran. Mit jedem neuen Eintrag schaffst du dir einen Fundus, aus dem du künftig schöpfen kannst. Genieße die Fülle der Inspiration und behalte dabei immer den Überblick. Lass deine Strickträume Wirklichkeit werden. Ich wünsche dir viel Spaß beim Stricken, Zaubern und in Wolle baden und mit deinem persönlichen Strickjournal. So, und jetzt muss ich ganz kurz mal verschwinden. Ich hole nochmal das Tuch und zeige es euch. Bin gleich wieder bei euch. Kann ich nämlich gleich noch die anderen Sachen. Hier bin ich schon wieder. Jetzt machen wir aber erst noch weiter mit dem Strickjournal. Da ist auch dieser Flyer drin, den kennt ihr, wenn ihr den Schneezauber habt, kennt ihr den Flyer schon. Dann ist Platz für Strickprojekte, für eigene. Das ist so ein bisschen, wie war dein Stricktag? Kann man wichtige oder weniger wichtige Dinge vermerken, was gut war, was nicht so gut war? Man kann eine Liste seiner UFOs anlegen. Hier ist eine Übersicht über die Strickprojekte, auf welcher Seite welches Strickprojekt zu finden ist. Also so ganz viel. Es gibt Listen mit Daten. Es tut mir leid, dass hell und dunkel wird, die Sonne kommt und geht. Hier kann man die Daten festhalten, seine eigenen, aber auch von Freunden, Schuhgrößen, Lieblingsfarben, Geburtstag, alles, was so wichtig ist. Was habe ich schon geschenkt? Was möchte ich schenken? Es gibt Moodboards. Mal schauen, was ich noch finde. Wunschlisten für Bücher, für Wolle, Maschenprobenlisten, Abkürzungsverzeichnis. Also dieses Buch ist wirklich eine Fülle. Und ich hoffe, dass es euch inspiriert, euch Freude macht. Die ersten Rückmeldungen, die ich gelesen habe, sind sehr ermutigend. Es scheint gut anzukommen und darüber freue ich mich sehr. Das heißt, es scheint gut anzukommen, es kommt gut an. Denn wenn es nicht gut ankäme, wären wir nicht nach 3 Tagen in der zweiten Auflage. Ist das nicht irre? Ich
kann das gar nicht fassen. Ihr seid toll. Ihr macht das alles möglich. Natürlich braucht es auch mich, denn ich schreibe die Sachen. Aber ohne euch könnte ich viel schreiben, wenn es keinen interessiert. Wozu dann die Mühe? Also es sind drin im Strickbuch das Romantic Cascades. Schauen, dass ich es richtig rumhalte. So. Dieses Tuch mit dem hübschen Lace-Muster aus der Finesse von King Cole. Dann habe ich die Double Face Topflappen drin. Die sind aus der Cotton Soft von King Cole. Ich habe einen Drachen als Kinderzimmerdeko, wobei man nicht unbedingt Kind so rum. Man muss nicht unbedingt Kind sein, um Drachen zu mögen. Als fröhliche Deko, als Herbstdeko. Und als Lesezeichen. Und dann habe ich noch Kosmetikpads in verschiedenen Mustern und Farben. Also zweierlei Farben und vielerlei Muster. Ich habe die unterschiedlich gemacht, weil ich finde, dass man je nachdem, wie man sie einsetzt, wofür man sie gerade braucht, ist es schön, wenn sie ein bisschen weicher sind oder ein bisschen griffiger. Und ich fand einfach die Sache schön, dass es mal eckige Kosmetikpads sind, weil manchmal hat man so eine Ecke am Auge oder so, wo man hinkommen möchte, und mit einem runden Kosmetikpad tue ich mich da schwer. Deswegen habe ich die eckig gemacht. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Anleitungen mit drin. Es sind Geschichten mit drin von Myriad und Joshua, die ihr noch nicht kennt. Also kleine Anekdoten aus dem Alltag, die nicht aus den Romanen sind, sondern die habe ich extra fürs Strickjournal geschrieben. Ja, das ist das Strickjournal. Und keine Panik, falls es gerade mal Probleme gibt mit der Lieferung. Die sind schon im Druck. Also ihr bekommt euer Exemplar auf jeden Fall. Und bis Weihnachten ist auch noch eine Zeit. Das heißt, die Weihnachtsgeschenke sind auch gesichert. Das war's, was ich euch heute erzählen wollte. Ich habe ein ganz zauberhaftes Tuch gestrickt, das ich euch auch bald zeige, aber heute noch nicht. Ich muss es jetzt auch noch, ich muss noch die Fäden vernähen und muss es noch baden. Aber dann werde ich euch bald zeigen, was ich da gezaubert habe. Und zaubern ist da auch das richtige Wort, denn es ist für den Küstenzauber. Das heißt, die Anleitung gibt es am 19. März, wenn der Küstenzauberband 1 erscheint. Und damit es stattfinden kann, muss ich jetzt noch ein bisschen fleißig sein. Die ersten Seiten sind geschrieben, selbstverständlich, aber es ist noch ein Stück zu tun, noch einen Berg Buchstaben zu bewältigen. Und da bin ich einfach fleißig dran, wenn ich nicht gerade stricke oder mit euch plaudere. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Schau mal, was das Wetter hier macht. Vielleicht kann ich nachher mal spazieren gehen, aber es ist wirklich so im Sekundentakt Sonne, nicht Sonne, Regen, nicht Regen. Fast wie im April. Naja, macht es gut. Habt ein schönes Wochenende und bis ganz bald. Tschüss.